eingangs bei der Tagesordnung festgelegt haben. Und auch hier habe ich ein übersichtliches Wortmeldungspotenzial da, nämlich zwei Wortmeldungen und zwei eventuell. Ich würde es mal verzichten auf eine Fraktionsrunde und von der größeren zur kleineren Fraktion gehen. Herr Schulze und dann Herr Dr. Schulte-Wissermann und dann gucken wir, ob die bei Bedarf auch noch Bedarf haben. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, mindestens 7.000 Quadratmeter, maximal 9.000 Quadratmeter Verkaufsfläche für einen Möbelmarkt plus zusätzliche Erweiterung des bestehenden Einkaufsmarktes um nochmal 5.000 Quadratmeter. Das sind die zu beschließenden Änderungen in dieser etwas unscheinbar daherkommenden Vorlage. Im ersten Moment denkt man beim Lesen, ja, das sind Planungen aus den 1990er Jahren, als es einen erheblichen Bedarf an Einzelhandels- und an Einrichtungs- und Möbelmärkten gab. In Dresden und auch in den neuen Bundesländern. 2017 haben wir im Stadtrat die Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes beschlossen, aus der Kenntnis heraus, dass unsere bestehenden kommunalen Gewerbegebiete zu 80 bis 100% ausgelastet sind und ein hoher Bedarf insbesondere für das Handwerk und Gewerbeunternehmen in Dresden besteht, die derzeit leider nicht bedient werden kann. Die Folge ist Wegzug oder im Worst Case die Schließung dieser Unternehmen, da sie in ihren angestammten Standorten gekündigt bekommen, wie gerade in Rhenitz auf einer privaten Gewerbefläche zu erleben. Hinzu kommt der Fakt, dass auf den neuen Verkaufsflächen bis zu 10% innenstadtrelevantes Sortiment angeboten werden soll. Ob das dann Herr Krieger tatsächlich so einhält, dann, da haben wir ja auch schon andere Erfahrungen mit dem Investor gemacht hier in der Stadt. Gerade eben wird mit dem neuen Dresdenpark, dem Ersatzbau des Nikon-Parks, ein sehr neuer, sehr attraktiver Einzelhandelsstandort in Konkurrenz zur Innenstadt errichtet. Auch hier wird durch den Investor Herr Krieger beteuert, er wolle nur das Beste für die Stadt und ihre Menschen. Er meint damit sicherlich das Geld der Menschen, die zu ihm einkaufen kommen. Die ganzen Planungen sind ja an der Stelle auch schon wieder im Prinzip Makulatur, dann, die er uns damals vorgestellt hat. Hier wird eine Änderung nach der anderen dann auch letzten Endes genehmigt. Mit viel Kreativität und auch Know-how versuchen wir gerade auch unsere Innenstadt zukunftsfähig zu machen und hoffen, den vielen Leerstand wieder zu beleben. Aus diesem Grunde sehen wir dieses Projekt vollkommen aus der Zeit gefallen, würden diese Gewerbeflächen lieber für die Ansiedlungen von Gewerbebetrieben nutzen und lehnen diese Änderung des Flächennutzungsplanes in Teilen unserer Fraktion, auch wie in dieser Vorlage vorgeschlagen, ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich als Pirat, die Dissidentenfraktion, wird diesen Antrag zur Flächennutzungsplanänderung und auch zum Bebauungsplan ablehnen, aus zwei Gründen. Ich möchte die zwei Gründe jetzt mal kurz darlegen. Der erste Grund ist, dass die Stadt, der Stadtrat, und auch die Menschen in Dresden und auch die Presse und auch alle die, die sich an Diskussionen in der Stadt beteiligen, sich eigentlich nicht verschaukeln lassen sollen. Wir haben unlängst, also vor einem Jahr, haben wir beschlossen, gegen meine Stimme, dass wir den Kaufpark Nikon neu entstehen lassen. Und was gab es da nicht alles an Untersuchungen und Diskussionen? Ist der Kaufpark, ist das eine Gefahr für die Innenstadt? Ist das eine Gefahr für die Ortszentren? Wie ist das mit der Kaufkraftverschiebung? Es gab Gutachten, die haben das alles ausgerechnet. Wir haben geguckt, wie groß ist dieser Park. Und gut, es gab ein Ergebnis. Aber der Investor wusste zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass er ein Jahr später mit einem riesigen Möbelmarkt daneben kommt. So, das heißt, all diese ganzen Diskussionen, diese ganzen Untersuchungen, die waren alle für die Katz. Die haben alle um
sozusagen den heißen Brei geredet. Und natürlich kam wieder 9,8% Verschiebung der Waren raus und es ist kleiner als 10 und dann konnte man den Markt bauen. So, und jetzt kommt ein Jahr später und will noch einen riesen Möbelmarkt daneben machen. Warum ist das ein Problem? Naja, weil Menschen natürlich, wenn zu A, B und C, wenn dieser Einkaufsstandort immer komplexer, immer attraktiver wird, immer mehr dort gekauft werden kann, dann fahren Menschen natürlich auch dahin. Und wenn ich mir schon so verkaufe, dann gehe ich dann nachher noch eine Milch kaufen oder gehe noch irgendwie dort ins Einkaufszentrum, kaufe eine Hose und so weiter und so fort. Wir sind also hier als Stadtrat damals bei der Entscheidung verschaukelt worden. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man das den Baumarkt jetzt nicht, dem nicht zustimmen. Das ist der erste Grund. Und ich bin mal sehr gespannt, was in einem oder zwei oder drei Jahren dann so kommt, wo man dann noch hier das und das und das und das. Ich tippe ja auf eine Bowlingbahn und Kino. So, aber das nur mal so am Rand. Der zweite Grund ist, wir reden alle oder sehr viele Leute reden davon, wir wollen die Stadt der kurzen Wege. Wir wollen eine kompakte Stadt. Walkable City. Wir wollen stadtgerechten Verkehr statt verkehrsgerechte Stadt. So, das sagen wir immer und immer und immer wieder. Und dann kommt etwas mit einem riesigen Parkplatz, einem riesigen Einkaufszentrum und dann noch ein Möbelmarkt daneben. Das heißt also, was für ein Zeichen setzen wir denn? Wenn wir dort einen riesigen Parkplatz mit einem riesigen Einkaufszentrum hinbauen, dann ist das der Weg. Wir wollen aber dahin. So, und das ist genau falsch rum zu dem. Und deswegen müssen wir aufhören, diese autozentrierten Bauten zu machen. Wir müssen aufhören, Leute dazu zu ermutigen oder gar, wenn man sich da hinten mal versucht, zu Fuß hinzubewegen, ist schon relativ schwierig, ja. Also es quasi als Bedingung zu machen, einkaufen zu gehen, mit dem Auto dahin zu fahren. Wenn wir sowas immer weiter und weiter bauen, können wir uns nicht wundern, dass wir aus dieser Droge Auto nicht langsam aussteigen können. Und von daher werde ich das ablehnen, die Studenten werden das ablehnen. Ich bin sehr froh, dass mein allergisches Rumwüten auch dazu geführt hat, dass die Grünen das jetzt auch ablehnen. Das freut mich sehr. Das heißt also, man kann in diesem Stadtrat mit zähem Nörgeln und mit konstruktiver Kritik auch was erreichen. Dankeschön. So, jetzt gibt es weitere Wortmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs. Zunächst Herr Lazinski, dann Herr Schmidt. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Also ich muss sagen, die Diskussion ist jetzt schon ziemlich abenteuerlich. Herr Schulte-Wissermann, Sie waren wahrscheinlich lange noch nicht mehr in dieser Ecke, wahrscheinlich seit mindestens 25 Jahren, weil so lange ungefähr steht der Kaufpark Nickern schon. Das, was dort jetzt passiert, ist im Prinzip eine Sanierung, also eine komplett andere Vorlage. Das hat gar nichts mit diesem Möbelmarkt hier zu tun. Sie reden ja von einem Einkaufszentrum mit einem riesigen Parkplatz. Das ist schon lange durch, das war letztes Jahr. Wir reden jetzt hier über einen Möbelmarkt. Und wenn dann der Herr Schulze meint, dass es für Möbelmärkte keinen Bedarf mehr geben würde, das war in den 90ern, heute brauchen die Leute keine Möbel mehr, dann weiß ich nicht, in welcher Welt er lebt. Aber der Bedarf für Möbel besteht regelmäßig und das sollten Sie doch vielleicht auch mal den Gewerbetreibenden überlassen, ob Sie dort ein Marktpotenzial sehen, um dort Möbel anzubieten oder nicht. Das müssen Sie ja nicht als Stadtrat entscheiden. Und vor diesem Hintergrund finde ich auch dann die Diskussion spannend, dass da lieber Handwerker angesiedelt werden sollen. Grundsätzlich gehört dieses Gelände einem Eigentümer und der Eigentümer kann aber selbst entscheiden, was er dort macht. Ob er den Handwerker ansiedelt, ob er die Flächen für Handwerker zur Verfügung stellt oder ob er einen Möbelmarkt dahin machen möchte. Und ich denke, der Stadtrat sollte hier konstruktiv begleiten und ihm dann auch die Möglichkeit geben, wenn er dort ein Potenzial für Möbel sieht. Weil Möbel sind, anders als Sie es dargestellt haben, eben nicht wirklich ein innenstadtrelevantes Sortiment. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit seinem Lastenrad ein bisschen auf den Altmarkt fährt, um sich dort seine Schrankwand abzuholen. Also jetzt bleiben wir ein bisschen auf dem Boden der Realität. Lasst uns das einfach jetzt hier durchstimmen und dann ist gut. Danke. Als nächster Redner Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich hatte tatsächlich nur angemeldet bei Bedarf, aber diese Rede von Herrn Schulte-Wissermann, die führt dann doch zu einem Bedarf, auch wenn ich es kurz mache. Ich sage es ganz deutlich, der Skontomarkt, der jetzt dort entsteht, den hatte es am Kaufpark Nickern schon immer gegeben. Der ist aus dem
Der ist aus dem Kaufpark Nickern ausgezogen. Der ist vorher bereits ausgezogen aus diesem Kaufpark, bevor angefangen wurde zu sanieren. Und wir wussten zum Zeitpunkt der Kaufparksanierung bereits, dass Gonto an einen neuen Standort gehen wird, weil wir heben heute mit dem Beschluss, den wir zur Satzung fassen, auch den bereits bestehenden Aufstellungsbeschluss für ein anderes Grundstück auf. Also es ist nie so, dass da irgendjemand uns hinterher getäuscht hat. Doch, lieber Kollege Schulte-Wissermann, da brauchen Sie gar nicht den Kopf schütteln. Gucken Sie in die Vorlage, gucken Sie sich die Vorlagennummer Aufstellungsbeschluss an. Und dann werden Sie sehen, diese Vorlage zum Aufstellungsbeschluss für den anderen Standort, die ist bereits vorher gefasst worden. Das heißt, wir wussten ganz klar, dass Gonto einen neuen Standort bekommen wird. Dass es jetzt der ist und nicht der andere, den wir vorher schon mal, oder der vorher ins Auge gefasst wurde, das ist eine ganz andere Frage. Aber Gonto war immer als separater Standort geplant. Und ganz ehrlich, ein Möbelmarkt in der Innenstadt, wir reden, beziehungsweise hier, insbesondere die Hälfte des Stadtrates, redet immer von autofreier Innenstadt als große Vision für die Zukunft. Wie fahren wir denn in den Möbelmarkt? In der Regel mit dem Auto im Moment noch. Wollen wir dann einen Möbelmarkt hier mitten in die Innenstadt bauen oder vielleicht hier drüben in die Lingnerstadt und dann die Leute alle mit dem Auto hier rüber zwingen? Ganz ehrlich, ich glaube nie. Also wenn, dann ist so ein Standort irgendwo am Stadtrand für einen Möbelmarkt schon sinnvoll. Und insofern ist das, was jetzt geplant ist, ich sage es ganz deutlich, es ist nie mein Lieblingsstandort für den Skonto. Na, wir haben dahinter auch ein relativ hochwertiges Wohngebiet mit teuren Grundstücken und so weiter. Aber es ist ein Standort, der momentan für Gewerbe und für Handel genutzt wird. Und insofern macht das dort Sinn. Und deswegen werden wir diesen beiden Anträgen heute zustimmen. Und ich hoffe, dass es am Ende auch eine Mehrheit hier im Rat gibt. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Wirz. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, also für die Linke ist hier entscheidend gewesen das Votum des Stadtbezirksbeirates, was diesen Standort dort so gewünscht, bestätigt hat. Es gab keine Stimmen dagegen. Wir haben das abgewogen. Vorher ist dort festgesetzt worden, großflächiger Lebensmitteleinzelhandel, der natürlich dort jetzt nicht mehr kommen soll, der dann auch nicht gewünscht ist. Und dann ist die Frage, ablehnen ist einfach, aber was denn dann? Die große Nickernkeule ist jetzt zu spät, weil das Möbelmarkt ist nicht zentrenrelevant. Auch die Vergötzung des Stadtzentrums, also ob dann Saturn in der Altmarktgalerie das Geschäft macht oder Mediamarkt in Nickern, das ist sozusagen ein Konzern. Es sind nur längere Wege. Und wenn man eine Stadt mit kurzen Wegen will, dann muss man die Möbelmärkte eben über die Stadt verteilen. Das ist so. Wenn wir das dort nicht machen, wird Skonto einen anderen Standort bringen. Die Wege werden dann in der Summe genauso, sie machen es gar nicht, dann zentriert sich das irgendwo und der Verkehr wird noch mehr. Ob das zukunftsfähig ist, ist dann die Frage, weil ja auch im Möbelhandel das System anliefern lassen, bestellen über Internet auch eine Zukunft hat. Und man muss auch mal gucken, was passiert. Also wir haben, ich weiß nicht, in den letzten 15 Jahren, wie viel Möbelmärkte wir eigentlich beschlossen haben. Ich habe das Gefühl, dauernd beschließen wir Möbelmärkte. Es ist einmal mal gebaut worden. Ansonsten sind es immer auch Luftschlösser, die meist nicht kommen. Also die große Autokeule zieht nur gerade beim Möbelmarkt nicht. Sie verkürzt ja gerade für die Leute im Süden die Wege. Und ansonsten im Stadtzentrum spielt es keine Rolle. Insofern habe ich jetzt nichts Überzeugendes gehört, hier eine Ablehnung auszusprechen, ohne im Prinzip auch in den Ausschüssen, dass da mal eine andere Vision gekommen wäre. Das war nicht so. Es ist immer gesagt worden, ja, da hinten, das ist dort, dort haben wir noch einen Autoteilehandel, wir haben im Prinzip dort schon einen Möbelmarkt stehen, die sich auch Konkurrenz machen irgendwie auf einem Haufen. Wir haben dort Nickern erneuert, das sollte unbedingt erhalten werden, Nickern. Das war in der Krise und niemand in dem Stadtrat wollte, dass Nickern, das Einkaufszentrum, nicht erweitert wird. Das war die Bedingung, dass das so kommt. Haben wir zugestimmt, waren alle dafür und jetzt wird am Möbelmarkt die Retourkutsche versucht. Ist nicht überzeugend. Vielen Dank. So, das hat zu einer weiteren Wortmeldung gebracht. Ich hatte schon Angst, dass ich noch einen weiteren Tagesordnungspunkt heute dran nehmen muss. Herr Lichti, bitte schön. Weil der Herr Wirz gerade behauptet hat, dass wir alle diesem Neubau von Krieger dort in Nickern zugestimmt hätten. Das ist nicht unzutreffend. Meine Fraktion hat es von Anfang an abgelehnt. Und deswegen ist die Position, die Herr Dr. Schulte-Wissermann hier jetzt für uns vorgetragen hat, vollkommen in sich konsequent. Und der Vorwurf ist einfach nicht gerechtfertigt. Blick auf die Tafel und ich sehe tatsächlich keine weiteren Wortmeldungen. Damit
würde ich schnell in die Abstimmung hineinmarschieren wollen. Zunächst Tagesordnungspunkt 17. Darf ich zum Flächennutzungsplan Änderung den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 13 Nein, 5 Enthaltungen, damit zugestimmt. Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 18, auch hier Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen, damit ebenso zugestimmt. Das höre ich mir gerne an. Frau Fiedler-Sehne, bitte schön. Ja, ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern auch für die weiteren Enthaltungsstimmen in meiner Fraktion. Der Kollege Schulze hat es alles richtig dargestellt aus sozusagen allgemein städtisch-wirtschaftspolitischer Sicht. Und wir wissen ja auch, dass von Anfang an die Verbände und City Management und so generell schon gegen das Kaufpark Nickern waren und hier natürlich auch kritisch sind. Gleichzeitig muss man sagen, im Moment ist dort auch schon ein Möbelmarkt. Also irgendwie, ich würde mal sagen, eher ein schlechteres Niveau als das Konto. Und aber das Entscheidende ist, dass der Stadtbezirksbeirat Prohlis und dort auch die grünen Vertreterinnen und Vertreter sich eindeutig dafür ausgesprochen haben. Und in dieser Abwägung, dass eigentlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch aus gutem Grund dem zugestimmt haben, sind einige in unserer Fraktion dann doch zu der Auffassung gekommen, dass man nicht ablehnt, sondern sich enthält. Nur dass jetzt das erläutert ist, wie es zu dem unterschiedlichen Stimmverhalten kam. Soweit nochmal die Erklärung zum Abstimmungsverhalten. So, jetzt gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch, hätten noch 12 Minuten. Ich habe jetzt alles voten, wo dann hier ablehnenden sind. Und gucke gerade, ob ich noch irgendeinen sinnfälligen vielleicht vorziehen kann, dass man noch einen auf die Habenseite. Aber es ist alles jetzt ein bisschen schwierig. Wir machen Schluss. Also mir fällt schwer, hier was Sinnfälliges vorzuziehen, Ihnen auch vorzuschlagen. Insoweit, wenn Sie nichts dagegen haben, wir haben ja morgen noch einen ganzen Tag vor uns, dann erlaube ich mir an dieser Stelle, die Sitzung für heute zu schließen. Wir sehen uns dann morgen 15 Uhr und setzen dann, wie wir heute bei der Tagesordnung beschlossen haben, mit den vorgezogenen Punkten fort. In diesem Sinne einen schönen Feierabend.